So, da bin ich wieder. Ich musste einmal neu starten. Wir haben uns in den Boden gebackt und es war grausam. Aber es ist alles wieder da. Und das ist gut. Und deswegen kann es jetzt weitergehen. Und ja. Dann machen wir das doch. Gut, ich muss dann nochmal gucken, ob jetzt auch alles läuft. Ja, schön, ne? Also die Pflanze haben wir jetzt. Wir gucken gleich auch nochmal ins Buch rein. Wenn wir aus diesem Turm raus sind. Der wirklich nur Unglück bringt. So, das ist die Pflanze, die wir gerade haben. Wolfshut. Der Wolfshut wächst auf dem Weißhorn, wo das Wetter genau richtig ist. Wenn der Wind auf seine röhrenförmigen Blütenblätter trifft, kann man ein heulendes Geräusch hören. Die Bergbewohner kennen diese Blume und nutzen sie an nebligen Tagen zur Orientierung. Hm. Das ist interessant zu wissen. So, jetzt haben wir auch den haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir immer schauen, wie die, wisst ihr was? Wir bereiten das schon mal vor. Dann steht es zumindest schon mal bei den Äpfeln. So. Topf rein. Batterie rein. Das rein. Das drauf. Sehr schön. Die Elfentränen. Stellen wir dann schon mal auf das Ding drauf. Wo war das jetzt da? Ach, guck mal, hier hätte ich auch. Ist egal. Ist egal. So. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Apfel draufpressen, ne? Und dafür müssen wir jetzt hier reingucken. Aber vorher müssen wir noch einmal lesen. Wie viel, was da wo rein muss. Wo lag das? Topfnotizen, ja. Apfelmischung hatten wir ja da. Most-App, ach warte mal, Topfnotizen. Könnte jetzt auch doch von Belang sein, weil 97 Gramm. Manchmal muss ich die Erde zusätzliche Nährstoffe zufügen. Ich habe festgestellt, dass die folgende Menge in meinen verschiedenen Töpfen am besten funktioniert. Oh, 97 Gramm. Jetzt müssen wir gucken, welche Äpfel zusammen 97 Gramm ergeben, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Und dafür ist ja Sugar hier. 97 Gramm. Wie kriegen wir das hin? Wir haben von jedem Apfel nur einen. Haben wir dann einmal 30, 65? Haben wir 32? Nein. Gut, schließe ich mal aus. Dann haben wir 40, 75, dann bräuchten wir 22. Haben wir. Lord Peckover, Knobby Russet und Kingston Black. Ah, warte, wo ist Lord Peckover? Das ist dieser komische hier. Der. Lord Peckover. Knobby Russet war das, ne? War das Knobby Russet? 40, 75, 97. Lord Peckover, Kingston Black und Knobby Russet. Das ist der Knobby Russet, oder? Ja, das ist der einzige mit irgendwelchen Gewüchsen dran. Und jetzt gehe ich nochmal auf Nummer sicher. Kingston Black. Kingston Black, der ganz rote. Der ist rot und das. Das ist der hier. Das ist aber auch nicht der ganz rote, ne? Das ist der hier. Haben wir den Kingston Black gar nicht? Ist das so die Krux daran, oder was? Wir haben den Kingston Black gar nicht. Wir haben zweimal
Hä? Ach doch, das ist der Kingston Black. Ich bin dumm. Also ist das wirklich 3 Stück von da? Wir versuchen es einfach. Geil. Wir haben's. Die Elfentränen. Schön. Direkt Schmetterlinge. Schön. Die Elfentränen enthalten eine Chloroplasten, enthalten keine Chloroplasten mehr. Das sind Organellen, die für die Photosynthese verantwortlich sind. Stattdessen beziehen die Elfentränen den Zucker über ihre Wurzeln, die sie häufig in den Äpfeln der Obstgärten finden. Sehr schön. Und wir haben eine neue Lieferung. Da sind wir schon in Kapitel 4, ne? Sind wir schon fast fertig. Und ich weiß gar nicht, wie viele Erfolge wir schon haben. Ich guck das mal nachher nach. Also Achievements würde ich jetzt heute noch nicht holen. Das würde ich dann an einem anderen Tag machen. Heute erstmal das Game soweit durchspielen. Liebe Schwester, ich bin froh zu hören, dass du wohlbehalten von deiner Reise zurückgekehrt bist. Während deiner Abwesenheit habe ich bei jedem Besuch den Code für das Türschloss der Bibliothek geändert, denn ich weiß, dass dort einige von Großmutters wertvollen Gegenständen aufbewahrt werden. Der neue dreistellige Code für die Tür sind die 3 Anfangsbuchstaben meines Namens, damit du ihn dir leicht merken kannst. Ich hoffe, wir sehen uns bald und ich freue mich darauf, von deinen Abenteuern zu hören. Deine liebevolle Schwester Elizabeth. Die 3 Anfangsbuchstaben von Elizabeths Namen. Wir haben ja den Stammbaum. Wir haben ja den Stammbaum. Und da ist dann auch Elizabeth mit drauf, ne? Wir haben auch noch ein bisschen mehr für die Pflanzen, ne? So nochmal dazu sagen. Okay, John Greeny. Arabella Mary Greeny, Elizabeth N. Greeny. Also Elizabeth N. Greeny. Aber Moment, also EAG eigentlich, ne? Aber hier stand ja drauf, erfüllen die Mädchennamen der Damen in ihrer Familie auf nicht mehr die Namen, die sie durch die Heirat erhielten. Also EAH. Versuchen wir mal. Gucken, ob es klappt. EAH. EAH. Haha. Jetzt fühle ich mich schon so ein bisschen intelligent, ne? So, haben wir jetzt das nächste Kapitel? Noch nicht? Nee, noch nicht. Okay. Thank you. Oh Gott. Liebe Lady Greenie, vielen Dank für die Blumenbücher, die Sie für meine Töchter geschickt haben. Bis heute zeigen Sie ein großes Interesse daran, mehr über Pflanzen und Malerei zu lernen. Mir liegen sehr viel daran, dass meine Töchter Zugang zu einer guten Ausbildung haben. Deshalb hoffe ich, dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich Sie bitte, sie irgendwie zu unterrichten. Ihr Engagement und Ihr Wissen scheinen so selten zu sein und für junge Mädchen wie meine unerreichbar zu sein. Ich hoffe, Sie werden meinen Vorschlag in Betracht ziehen. Mit freundlichen Grüßen, Olive Campbell. Mit modernen Lernmethoden. Gut. Arbeitszimmer ist zu. Okay. Kapitel 4. Botanische Verbündete. Gucken wir mal rein. Nachtblume. Ich erinnere mich vage daran, dass meine Großmutter die Nachtblume studierte, als ich klein war. Saphirdunkel. Dem Namen nach zu urteilen, glaube ich nicht, dass dies ein essbarer Pilz ist. Und Wiegenfarn. In den letzten Jahren sind diese Farne an den Ufern drastisch zurückgegangen. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, alle Veränderungen in ihrer Umgebung zu erforschen. Oh, und Bachkelch. Mein Freund schrieb mir über den Bachkelch, was uns dazu veranlasste, ihn zu erforschen. Und die Hinweise dazu. Das sind mehrere jetzt, ne? Das sind viele.
Der Fuchs und die Krähe. Eines Abends war der Fuchs auf der Suche nach etwas Essbarem. Er sah die Krähe auf einem Ast sitzen, wie sie ein großes Stück leckeren Käse in ihrem Schnabel hielt. Also schmiedete der Fuchs einen Plan. Er ging auf die Krähe zu und machte ihr Komplimente über ihr glänzendes schwarzes Gefieder. Die Krähe war misstrauisch gegenüber dem Fuchs und hielt ihren Schnabel fest um den Käse geschlossen. Der Fuchs fuhr fort, die Krähe zu bezirzen und beschrieb sie als den majestätischsten aller Vögel mit einem großen, starken Schnabel. »Oh, was für ein Lied muss dieser Schnabel machen! Es muss das Lied einer Königin sein. Bitte, schöne Krähe, lass es mich hören.« Geschmeichelt von dem Lob vergaß die Krähe ihren Verdacht und auch ihr Abendessen. Sie öffnete ihren Schnabel weit und stieß ihr lautes Krächz aus, woraufhin der Käse direkt auf das offene Maul des Fuchses fiel. Bitte sag mir, das ist ein Hinweis. Gut. Ich habe keine Ahnung, für was das ein Hinweis sein soll. Das wollte ich gar nicht. Gut. Hätten wir das geklärt. Wir sind in so einer mysteriösen Bibliothek. Das finde ich cool. Hier ist ein Pilz. Den können wir aber nicht anklicken. Warum nicht? Wonders of the Night Sky. Wunder des Nachthimmels. Da steht auch nichts mehr drauf sonst. Mit der Krähe, ne? Das bringt mir gerade gar nichts. Ne, das bringt mir gerade gar nichts. Warum ist dieses Buch da? Alter Schwede. Schon wieder wild hier. Okay, hier. Der goldene Fisch. Eines hellen Morgens fing ein armer Fisch einen leuchtenden goldenen Fisch. Der Fisch weinte. Bitte lass mich nicht Fisch, sondern ein Prinz, der durch einen bösen Zauber verzaubert wurde. Also ließ der Fischer den Fisch frei. Als die Frau des Fischers davon erfuhr, verlangte sie, dass der Fischer im Gegenzug für seine Freiheit einen Wunsch erfüllte. Ein Häuschen anstelle der Hütte, in der sie lebten. Also kehrte der Fischer ans Ufer zurück und der Fisch erfüllte seinen Wunsch. Aber die Frau war gierig und verlangte Reichtümer, einen Palast und Diener. Und währenddessen wurde das Meer immer dunkler und das Ufer schwarz vor Schmutz. Ufer. Schließlich wünschte sich die Frau, so mächtig zu sein, dass sie sich selbst Wünsche erfüllen konnte. Als Gegenleistung für diese gierige Bitte widerrief der Fisch alle Wünsche, die er gewährt hatte. Danach wurde der Ozean wieder blau, das Ufer sauber und der Fischer sah den Fisch nie wieder. So, das ist doch auch was. Und das würde ich sagen, machen wir zum Wiegenfahren und wir haben noch keine Hinweise dafür. Top. Das ist ein Hinweis, Nachthimmelbuch. Wir laden dich herzlich zum Neujahrsball. In der Sommerhalle am Donnerstag, den 4. Das Abendessen ist um 6 Uhr. Es wird gute Musik gespielt. E. Grimes Besitzer. Auf der Rückseite gekritzelt. Cousine, wasch dir die Hände und begleite mich. Du wirst keinen Ehemann am Ende des Gartens finden. Ah ja. Oh, hier ist noch ein Buch. Der Hase und die Schildkröte. Man kennt dieses Rätsel. Zur Mittagszeit ging... Oh, jetzt verstehe ich's. Zur Mittagszeit ging ein Hase und eine Schildkröte... Ihr könnt das lesen. Es geht um die Mittagszeit. Gut. Wir gehen nochmal weiter. The Rising Sun. Die aufgehende Sonne. Okay. Gut, wir gehen mal runter. The Rising Sun. Die aufgehende Sonne. Was stand hier nochmal drin? Eines Abends. Das andere war der Nachthimmel, der ist noch danach. Also aufgehende Sonne haben wir. Das war Mittagszeit. Haben wir noch Vormittag? Da ist der Fischer. War das eines Vormittags? Eines hellen Morgens. Also Fischer, danach Hase. Fischer, Hase, Krähe, Mond.
So nämlich, Freunde. 1. Mai. Rot, Orange, Gelb, Rosa. Sonnenuntergang-Gemälde. 22. Mai. Blau, Gelb, Rosa, Orange. Sonnenuntergang-Gemälde. Das ist wichtig, bestimmt noch. Sonnenuntergang-Gemälde. 8. Juli. Blau, Lila, Orange. Okay, okay, okay. Das wird noch wichtig. Sonnenuntergang-Gemälde. Ist das? Es ist ein. Es ist was. Gucken wir drauf, wenn wir soweit sind. Was haben wir hier? Maygreeny Forschungsnotizen 1830 bis 31. Ich versuche schon seit einer Zeit, die Nachtblume zum Blühen zu bringen. Ich bin fest entschlossen zu beweisen, dass es sich nicht nur um einen Mythos handelt. Bisher habe ich herausgefunden, dass sich die Blüte bei Sonnenuntergang öffnet, und zwar nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Wann genau das der Fall ist, bleibt für mich ein Rätsel. Ich werde morgen noch ein paar Setzlinge pflanzen und meine Forschung fortsetzen. Aufgaben für diesen Monat. Nachtblumen, Setzlinge überwachen, Rosenpflanzliste, bla bla bla. Nachtblume. Nachtblume. Schlüssel. Für. Arbeitszimmer. Nachtblumensamen. Sieht aus wie eine Cashewkern. Wir haben einen Nachtblumensamen. Das hat doch auch bestimmt was mit der Nachtblume zu tun. Der London Anzeiger und wöchentliche Zeitschrift für Literatur, Wissenschaft und Kunst. Woche bis zum Penny. Lindsay, Vorsitzender der Botanik am College London, ernannte nach einer angesehenen Karriere als stellvertretender Sekretär der Gartenbaugesellschaft und der Aufnahme als einer der jüngsten Mitglieder der Linnaeuschen Gesellschaft der Wissenschaft der Botanik. Folgendes. In den letzten Jahren ist es in diesem Land sehr in Mode gekommen, die Bedeutung dieser Wissenschaft zu unterschätzen und sie eher als ein Vergnügen für Damen, denn als eine Beschäftigung für die ernsthaften Gedanken des Mannes zu betrachten. Ich stelle Lindsay die Klassifizierung in Frage und schlug die Änderung vor. Bitte ist das kein Hinweis. Naja, zum Glück. Zum Glück. Also das wird auch Nachtblume sein. Es wird wahrscheinlich sein wie es aussah. Dann werden wir irgendwo ein Gemälde haben, wo es dann auch blüht, aber bin ich mir noch nicht so sicher. Aber es wird das sein. Es wird mit der Nachtblume zusammenhängen. Gut, wir können ins Arbeitszimmer. Achso, hier waren wir schon. Wir können ins Arbeitszimmer. Na, da ist doch ein Samen. Der Saphirdunkel, der Pilz. So, was haben wir hier? Oh, das ist jetzt mit dem Baum, damit wir da rein können. Rote Baumpocken. Wenn ein Baum mit den roten Baumpocken infiziert ist, sind viele kleine rote Flecken auf der Rinde zu sehen. Das hat der Baum nicht. Kann in der Regel geheilt werden, indem man dem Boden des Baumes Dünger hinzufügt. Hypoxylon verursacht schwarze Flecken auf der Rinde des Baumes. Das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Baum zu wenig Feuchtigkeit hat und nicht mehr lange überleben wird. Wurzelparasit. Der Wurzelparasit bildet violette Ringe auf der Rinde und den Wurzeln. Der Parasit saugt den Stickstoff aus dem Boden an. Er führt schließlich dazu, dass der Baum aus und alle seine Blätter verliert. Kein bekanntes Heilmittel. Rindenrost ist eine Krankheit, die für den Baum nicht sehr schädlich ist. Sie wird in der Regel durch zu viel Feuchtigkeit und zu viel Sonnenlicht verursacht. Also der sieht schon hier nach aus. Nee, oder? Oder hier Root Parasite. Könnte es auch sein. Brandentenei. Okay. Habenkauzei. Eisvogelei. Naja, ja. Okay, wir haben Eier. Wir haben dicke Eier, kleine Eier. Verschieden große Eier.